Moin Leute, ich grüße euch zurück zu einem weiteren Part unseres Let's Plays Ratchet & Clank A Crack in Time. Episode 8 befasst sich mit der Jagd nach diesem Zoni. Let's go! Und wir haben jetzt endlich ein paar anständige Hoverstiefel. Hui! Hui! Genau. Jetzt drehen wir mal hier rüber. Ich will diesen Zoni! Wow, okay. Rollart, Schrottplatz. Wow. Oh. Ich frage mich, ob wir ihn einholen müssen. Wo ist denn jetzt hin? Für ihn rechts. Da. Meins. Okay, so, dann gucken wir mal kurz auf die Karte. Haben wir jetzt eigentlich alles abgeschlossen? Ich weiß es tatsächlich gerade gar nicht. Na egal, wir kommen ja sowieso noch mal für Spectrack überall hin. Lösen wir mal weiter. Und wir haben einen neuen Zoni. So, jetzt erforschen wir mal wieder das Weltall. Und dann muss ich wieder einen neuen Planeten ausfindig machen. Okay, mir fehlt nur noch ein Zoni für die nächste Ausrüstung, Aufrüstung. Mal gucken, was das sein wird. Wo sind wir? Was machen wir? Erstmal den ganzen Planeten abklappern. Ratchet, Man, ich habe deine Navi-Einheit angezapft, damit wir kommunizieren können. Verstanden. Was ist in Axiom City? Ein Unternehmen namens Pollux Industries. Sie suchen für Nefarius nach Zoni-Technologie. Sie führen eine Datenbank über jedes Obsidian-Auge im Universum. Oh ja, ich habe mal eins auf Murdergraw gefunden. Schade, dass es die Holofoiden zerlegt haben. Pollux wird uns nicht einfach ins Gebäude reintanzen lassen. Wir müssen etwas aggressivere Methoden anwenden. Ich bin bereit. Bin so schnell da, wie ich kann. Okay, das scheint da hinten dieser Planet zu sein, der ja auch so komisch geschützt ist. Ja, das heißt, wir brauchen erstmal Seil. Da ist ein Zoni und den möchte ich haben. Komm ich drauf. Oh, Nachrichten. Hui. Eilmeldung. Chaos und Panik verbreiten sich in der Galaxie wegen seltsamer, nicht identifizierter Zeitphänomene. So heißt es zumindest. Genau, Kip. Die galaktischen Behörden haben noch nichts kommentiert, aber ein Informant versicherte uns, es wären vielerorts alle Mann auf Position, weil einige militärische Einrichtungen in bizarren Zeitspalten erstarrt sind. Das Ergebnis? Krawalle und Gesetzlosigkeit. Es häufen sich Berichte über Aufstände auf Igliak, Sargasso und Kobalia. Sind Sie in Gefahr? Erliegt auch Ihr Planet bald der größten Zeitraumkatastrophe seit der Erebus Supernova neulich? Bleiben Sie dran, dann erfahren Sie es. Und nebenbei die Stufe 2 einer neuen Waffe. Ja, da waren wir ein paar Planeten im Thema gewesen, die wir schon mal bereist haben. Sargasso zum Beispiel. So, mal gucken, ob wir eigentlich da auch nochmal hinkommen. Naja, obwohl, wir sind hier in einem komplett anderen Sektor. Ganz anderer Quadrant in diesem Universum. Oder Galaxie, oder wie auch immer. Let's go. Jump-One-Einlagen, Klassiker. Aber irgendwie geht mir das jetzt zu langsam. So. Na, zisch, zisch. Ja, wir haben jetzt noch einen anderen Lombax kennengelernt. Wollen wir mal hoffen, dass wir uns mit ihm ganz gut verstehen. Ah, wow, der eine hier. So, gibt's unsichtbare Kisten hier? Nein. Okay, bitte aus, danke. Bitte aus, danke. Cool. Mäh, das Timing ist ja ganz toll. Sehr gut. Die Waffe ist schon cool.
Aber ein bisschen nervig, dass ich das über die 6-Achse-Steuerung machen muss. Ah, ist okay, ist okay. Wenn wir die Waffe auf Max-Stufe kriegen, wäre das schon ganz nice. Ansonsten, ich bin hier nicht so hinterher bei der Waffe. Obwohl, vielleicht ändert sich das ja noch, wenn die sich zu einem richtigen Monster entwickelt. Was natürlich passieren kann. Jede Waffenstufe ist ja mal was Besonderes. Besonders interessant wird es dann, wenn es dann die Max-Stufe erreichen. Verändern sie ja allgemein auch ihre Eigenschaften. Ah, das geht so langsam. Okay. Aus. Geh aus. Das wird eine heiße Sache. Aber auch nicht. War cool. Okay, und rauf da. Sony! Bleib hier! Okay, das war Nummer 9. Damit dürften wir jetzt das nächste Upgrade haben. Mal schauen, was es sein wird. Erstmal zurück zu Aphelion. Der Sprung geht richtig schön weit, aber dadurch, weil ja diese Mini-Planeten hier ja so klein sind, naja. So, was haben wir bekommen? Oberwellenpanzerung. Diese verbesserte Schiffspanzerung schützt dich vor den Gefahren im und um das Abrego-System. Okay. Das ist einfach mehr Schild. Hallo Freunde, hier ist euer Kumpel Mac McElroy. Ich dachte, ich nehme noch einen Werbespot auf für den wahrscheinlichen Fall, dass der Sender vergessen hat, die letzten auszustrahlen. Ich sehe mich hier um und ja, ich weiß, wir leben in sehr schweren Zeiten. Ab sofort gilt ein neuer Eintrittspreis. Keine 4 Boats mehr. Er ist jetzt frei. Richtig. Freier Eintritt, Freunde. Nur ein Trottel würde sich das entgehen lassen. Okay. Also komm zu mir, Mac McElroy, in der Rundlichtschau. Wir haben es jetzt mit Zyphoiden zu tun, diese Pilzköppe. Okay. Und wir müssen 60 Stück platt machen. Okay, das kriegen wir hin. Ah, die Waffe ist schon cool. Dass man da einfach hinten hinterher latschen kann. Ganz perfekt funktioniert das nicht mit dem Lenken. Das da wird nochmal eine interessante Mission. Sage ich euch jetzt schon. Oh, ich denke mal, das habt ihr sowieso schon erwartet. Oder hatte ich das schon mal erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Der Leck war wieder ein bisschen gruselig, aber okay. Stelle, um diese Waffen hier so zu leveln. Es geht wenigstens relativ flott. Frage ist natürlich, wie ist denn hier so die Spawnrate von den Viechern? Oh ja, da sind richtig schön viele. Oh yes, das hat sich gelohnt. Ja, mal gucken. Vielleicht wird die Waffe ja doch nochmal interessant für mich. So, da drüben ist einer. Cool. So, wo sind die nächsten Pilzköpfe? Zumindest kann ich sie schon hören, aber wo sind die? Da. Er war nicht gut aufgeladen. Insgesamt 3. 4 Stück noch, komm. Wo sind die letzten 4? 2 sehe ich hier. Ah. Okay. Cool. Für eine neue Konstruktormodifikation. Und zwar für meine Bomben. Es sind jetzt Zeitzünder. Diese Brandsatzmodifikation verzögert deine Bomben um 3 Sekunden. Sie landen weiter weg und verschaffen dir mehr Zeit für deinen Rückzug. Ich möchte lieber direkt haben. Ringsatz, okay.
Passt. Okay, let's go. Speicherpunkt. So, dann gucken wir uns mal jetzt den nächsten Planeten an. Na, das da hinten ist ja schon mein nächstes Ziel. Dann schauen wir mal hier hinten diese Eisschicht mal an. Und hier gibt es ein Zonium. Um kohlenstoffbasierte Lebensformen. Discobot überwacht nun den Elektrowellenmodulator für die korrekte Ausgabe der Höhen. Gern geschehen. Okay. Genau, hier braucht man nämlich jetzt dieses Upgrade. Das hatten wir ja vorher noch nicht gehabt. Das war ein bisschen zu knapp. Au. Habe ich doch noch Schaden bekommen. Ja, es ist definitiv ein Clank-Ersatz. Oh. Okay, dann machen wir jetzt die Rülpsmaschine wieder an. Richtig gute Waffe. Auch wenn die seltsam ist. Oh. Reichweite ist schon echt brutal, oder? Okay, ich habe jetzt keine Vorteile, wenn ich jetzt einfach da durchgesprungen wäre. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es gewesen wäre. Oh, Schallmauer. Okay. Okay. Das wird wahrscheinlich so ein waffenspezifischer Stilpunkt gewesen sein. Sowas gibt es ja hier in dem Game tatsächlich jetzt auch. Okay. Die versprühen so Eistinger. Wie unanständig. Ey, ich gehe jetzt einfach weiter hier. Die stören mich. No. Okay. Okay. Jeez. Okay, wir haben hier einen relativ guten Speicherpunkt. Beziehungsweise Checkpoint. Das finde ich sehr cool. Oh, komm. Die Viecher sind schon nervig. Pech. Ja, da hilft Mr. Zucker doch ganz gut. Ich frage mich, ob es in diesem Game auch wieder so eine Arena gibt. Oh, der Lag. Unnötig. Ausgerechnet hier so. Hey. Wir haben zu wenig Leben. Ist hier natürlich ein bisschen doof gerade. Also vielleicht eine andere Waffe ausprobieren. Ah, hier habe ich wieder ein bisschen Munition bekommen. Ich habe nur einen? Okay, zwei. Oh, schade. Ich dachte, den machst du jetzt auch gerade platt. Okay. Knack, 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 knack. Okay, jetzt noch mal hier. Wow. Ja, die Stelle hier ist echt schlimm. Oh, war diesmal haben wir es geschafft. Finde ich sehr gut. Okay, weiter geht's. So, hier ging es ein bisschen schneller. Mal ein bisschen aufpassen. So, Zeit zum Putzeln. Ja, die Waffe ist durchaus eine gute Hilfe. Sony! Sony! Eins! Komm her! Wee. Wee.
Ach ja, wenn wir hier diese Weltall-Geschichten hier jetzt machen, da wird es mir wahrscheinlich richtig schwer fallen, entsprechende Episodennamen zu geben. Na, mal gucken. Vielleicht halte ich es auch einfach schlicht. Ihr werdet es ja sehen dann. So. Wait, das Ding wird immer noch grün markiert. Okay. Bedeutet eigentlich, dass wir da noch nicht ganz fertig sind. Aber egal, wir haben jetzt erstmal einen Zoni. Und hier auch gibt es auch nur eins, alles klar. Ah, es kann natürlich sein, dass wir hätten noch ein bisschen weiterziehen sollen. Mal gucken. Okay, du hast es eilig. Okay, passiert. Bis dazu kommen wir etwas mit Arbeit. Oha, was haben wir denn hier? Das sieht ja interessant aus. Das ist ja mal richtig cool. Autschen. So, ich habe hier noch ganz viele graue... Ach, das sind die Wullard. Wollen wir mit dir reden? Nö. Okay. Okay, also das hier ist eher so ein Planet, wo auch die Wullard so ein bisschen Müllkram sind. Ist klar. Mit Java-Stiefel schon cool. Kann man mit irgendwen davon reden? Anscheinend nicht. Na gut. Macherstörung auf diesem Mini-Planeten ist aber schon ein bisschen widerlich. Ich komme zwar relativ klar, aber es ist widerlich. Okay, weiter geht's. Hier ist auch noch grün. Okay, jetzt wird's seltsam. Wähle Epsilon auch mit einem Zoni. Let's go. Passieren wir uns diesen Zoni. Wie kommen wir da hin? Lava-Planet. Das ist schon fast eine Mini-Sonne hier. Oh, wir müssen hier diese Dinger reinschmeißen. Alles klar. Der Tod ist zu dumm für mich dazukommen. Ich kann mir vorstellen, dass hier könnte kompliziert werden. Aber schauen wir mal. So. Jetzt bitte aufwärts. Cool. Ja, das ist super, mit Mr. Zokorn hier so ein bisschen lang zischen. Okay, das hier sind Würfel. Das bedeutet, diese Würfel auf dieser Minimap sind diese Akkuteile. Okay. Da unten ist ein weiterer Batteriebord. Sehr schön. Eins. Und tschüss. So, da wollen wir natürlich nicht reinrennen. Das wäre nicht so gesund. Oh, das sind für diese Schwebviecher. Bam. Oh no! Oh, das war ultra knapp gerade. Okay. So. Okay. Ich weiß, wie die langfliegen, ist auch schon interessant.
Sind das ja eigentlich so Magnetteile? Nein, das ist eigentlich nicht. Wir laufen einfach bloß um diesen Schwerpunktknoten in der Mitte dieses Mini-Planeten einfach nur drumherum. Beweg dich. Sehr schön. Autschen. So, Zehn kommt runter. Und jump! Okay, da kommt jetzt noch mal einiges. Wenn ich mir das auf der Karte so anschaue, gerade auf dieser Minimap, dann kommt da definitiv gleich noch mal was mit einem Batteriebot. Ich höre Sony. Ja, das wird definitiv noch hier und da den einen oder anderen Secret geben. Aber wie gesagt, das werde ich dann beim Backtracking dann irgendwann feststellen. Weil die Planeten, die müssten ja eigentlich grau werden. So, du kommst dann mit hier. Hey! So. Aufzug, let's go! Hoch auf da. Hallo, dämliche Aliens. Okay. Sony! Okay, damit sind es auch schon 12. Kommen wir schon das nächste Upgrade? Das wäre cool. Aber ich erwarte es jetzt gerade tatsächlich nicht. Ja, mal schauen. Oh, doch. Wir haben jetzt das Schiffseil. Diese kinetische Schiffseil ist perfekt dazu geeignet, Objekte zu bewegen, ohne dass du dein Raumschiff verlassen musst. Drücke 4, um das Schiffseil einzusetzen. Okay, das ist cool. Guten Abend und willkommen bei Radio Elektro. Das ist cool. Genau, ja, weil jetzt können wir nämlich hier okay, die halten bloß einen davon ab. Okay. Das hier muss man mit den Schubdüsen machen. Okay, dann würde ich sagen, ziehen wir beim nächsten Mal hier rein. Ich gehe schon mal vor. Da freue ich mich auf die nächste Episode mit euch auf diese Planeten. Terrachnos in Axiom City. Okay, nächste Schiffsausrüstung gibt es bei 15 Zonis. Wir müssen nochmal 3 einkassieren. Da ist wieder einer. Irgendwo. Okay, wir haben es hier wieder mit einer Stadt zu tun. Ich freue mich, die nächsten einzusammeln. General, bitte melden. Ich bin in Axiom City gelandet. Wo sind Sie? Ich hatte hier leider ein paar Probleme. Ich musste unseren Plan geringfügig ändern. Was genau heißt ändern? An alle Einwohner, der Lombax-Schurke Alistair Azimut wurde im Stadtgebiet gesichtet. Truppen sind unterwegs zu eurem Schutz. Keine Sorge, ich habe einen Plan. Du musst zum Molnox-Platz. Warte dort, bis ich mich melde. Okay. Triff Azimut am Neurox-Platz. Okay. So, und da ist ein Zoni, den müssen wir wahrscheinlich so ein bisschen verfolgen. Aber das machen wir ja schön beim nächsten Mal alles. Ich danke wieder fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.